Hallo YouTube, herzlich willkommen bei Folge Numero. Ich muss kurz nachgucken, Moment. Ich glaube Folge 21, kann das sein? Folge 21, jawohl, genau. Folge 21. One-Up schließen, Porn-Up ist geschlossen. Alles, was man hier im Hintergrund stöhnen hört, ist meine Wenigkeit. Genau, Folge 21, Pokémon Feuerrot. Randomizer, Nuzlocke, der Chat ist heiß. Wie nochmal was? Der Dongo schreibt hier schon seit 4 Stunden, schreit er nach Pokémon. Den armen Kerl, den wollen wir jetzt nicht länger warten lassen. Los geht's. Hallo, ich sehe, wenn ich das Video nochmal schaue. Ich muss Zukunfts-Oliruk grüßen. Okay, das ist mein aktuelles Team. Können alle noch ein paar Level vertragen, Ray, Voltenso, Bobby. Aber scheiß drauf. Ja, Harry war eine heiße Schnecke. Was ist denn Harry jetzt? Warte mal. Was war Harry jetzt? Oh, ich muss den Tracker auch wieder aufmachen. Tracker, Tracker. Wobei der Tracker zwischendurch nicht mehr so wichtig ist. Das ist echt so am Anfang. Am Anfang muss man bei Nuzlocke echt gucken, dass man irgendwie durchkommt mit dem Pokémon, aber sobald man dann irgendwie mal so die ersten ein, zwei Orden hat, geht's halt echt total klar, weil man so viele Stellen hat, im Prinzip, an denen man Pokémon fangen kann. Ist halt echt heftig. So, lebt Harry wieder? Kevin, du bist jetzt übrigens ein Owei, falls du es nicht mitgekriegt hast. Kevin 2.0. Sushi Special. Lucas Liviscus. Ist das doof. Ah, geil. Ivo das Dick da. Hä? Wir haben keinen Harry 2.0. Wir brauchen Harry 2.0. Das gibt es ja gar nicht. We need Harry. Ohne Harry, no party. Okay. Ich gucke mal kurz auf die Map, wo ich hin muss. Ich habe nämlich gar keine Ahnung. Ich glaube aber, ich muss ganz nach unten, ne? Ich muss hier, glaube ich, hin und dann hier rüber surfen. Stärke habe ich ja. Was mit Kevin 1 passiert? Kevin 1 hatte einen akuten Schwächeanfall. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. So, ich würde sagen, dann fliegen wir mal hier hin. Kein Problem, die nächsten 16 Pokémon kann ich benennen. wer hat denn hier Flug? Wer war das denn? Ach, Ray, genau, Ray hat Fliegen. Wieso auch immer dieses Viech fliegen kann, ey. Ich muss mir das Viech mal irgendwie... Wieso kann das fliegen? Wie genau kann ich mich an diesem Teil festhängen oder draufsetzen, dass es mich über den Ozean trägt? I don't get it. Und warum hat es Stärke? Ja, weil es irgendwer haben muss. Irgendwer muss Stärke haben. Geht nicht anders. Okay. Wir setzen Surf. Wobei halt, warte mal, ich glaube, ich nehme die ganzen Trainer hier noch mit, weil muss halt auch ein bisschen trainiert werden irgendwie nebenher. Ich hoffe, es ist nicht stimmt. Warum bin ich jetzt noch auf den Eier? Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Ja, ich habe es halt bisher immer so gehandhabt, dass... Wow, was ist das denn für ein Dude? Der ist ja fett. Ich habe es bisher immer so gehandhabt, dass, wenn jemand stirbt, dass ich halt dann das nächste Pokémon, das ich fange, einfach nach demjenigen dann benenne, quasi. Also halt dann einfach 2.0. Vor allem auch, weil mir die Namen einfach ausgegangen sind. Beziehungsweise, weil mein Chat nicht mehr Teilnehmer hatte. Muss man einfach so sagen. Ja, und deswegen... So, komm Ray, mach ihn platt. Stimmt, Brezel. Stimmt, Brezel war da noch nicht da. Ja, cool, einfach mal weggeblasen. Nice. Nein, ich wollte doch was anderes, meine Güte. Überwurf.
Das macht bei mir doch gar nichts, du Blepp. Easy peasy. Stimmt, Brezel. Also, brauchen wir eine Brezel und wir brauchen Harry 2.0. Bummels. Bummels hört sich nach, weiß ich nicht was an. Aber wir müssen gucken, dass wir Bobby und Ray und Voltenso ein bisschen leveln. Mal schauen. Ich esse mal nebenher so ein paar Maultaschen. Bummels. Ihr müsst sagen, wenn der Game-Sound zu laut ist, ne? Dann stelle ich ihn runter. Ich muss gleich dran denken, wenn ich im Wasser bin, einen Pokémon fangen kann. Vor allem, ich glaube, ich habe keine Hyperbälle gekauft, oder? Habe ich Hyperbälle gekauft? Weiß gar nicht. Und was ist das denn für ein Dude? Kampf, Psycho, Boden? Ich weiß es nicht. Ray kann eh nur noch Eissturm. Ray kann nichts anderes mehr. Er hat sich in Eissturm so sehr verfangen. Er möchte nichts anderes einsetzen. Es geht nichts anderes mehr. Geh vorher nochmal einkaufen. Ja. Na, werde ich auch machen. Das sollte clever sein. Die Frage ist nur, wo kriege ich Hyperbälle her? Weil ich... Warte, ich guck mal gleich. Mal gleich, was ich im Inventar habe, im Beutel. Der große Ray. Er reicht Level 33. Der Wahnsinn. So, Beutelchen. Ah doch, ich habe 9 Hyperbälle. Das sollte erstmal reichen, glaube ich. Wobei, nee, ich nehme noch mehr mit, weil ja dann nachher auch die Höhle und so weiter kommt. Ich glaube, da kommen noch mehr Gebiete. Ich brauche, glaube ich, Heartworm, um zum Shop da oben zu kommen. Hyperball Concord. Aha. Mhm. Genug Tränke müsste ich auch gleich noch gucken. Ich baller einfach gleich alles, was ich an Moneten habe. Oder ziemlich viel halt dann irgendwie da rein. Kurz mal Heartworm nehmen. Und. Kann ich. Hä? Was? Ach so. Muss erst ein Pokémon raus. Bobby kurz raus. Nein, nix Bericht. Alter, diese Steuerung, die geht mir so auf den Sack. Okay. Heartworm rein. Heartworm ist einfach immer noch unglaublich wichtig. Um kleine Bäumchen zu entfernen. Nutzt doch Pokémon bewegen. Habe ich doch irgendwie versucht, oder nicht? Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung, vielleicht habe ich auch nur rumgepleppt. Ach scheiße, da ist der Shop. Ey, was ist das hier denn? Das sieht ja mega geil aus. Geil. Das ist ein geiles Teil. So, Hyperbälle. Wir nehmen einfach mal nochmal Elfen mit. Dann habe ich 20 Stück. Das sollte ja dann wohl auf jeden Fall reichen. Gibt es noch etwas, womit ich dienen kann? Ja, bitte. Mit. Aber... Die haben hier keine Hypertränke, die Plebs. Ah, nee. Sag mal, also das Sortiment in den einzelnen Läden, das lässt doch schon sehr zu wünschen übrig. Die können sich mal ein bisschen untereinander absprechen. Ist doch dumm, wenn die Hypertränke nur an einen einzelnen Laden geliefert werden. Hypertrank, 20 Stück, das sollte auch reichen. Diese Lauchstange erhöht die... Alter, ich verkaufe jetzt den ganzen Shit, ey. Was brauche ich hier, so ein Indigo-Stück und so ein Kack? Auf das ist alles, geht mir auf den Sack. Ich suche da viel zu lang.
So, Lauchstange weg. Tschüss. Tschüss, Porree. Indigo-Stück. Tschüss. Perle. Tschüss, tschüss, Perle. X-Tempo. Ach, das braucht doch auch kein Mensch. Weg mit dir. Tschüss. Standardtrank. Behalten wir mal Wundersaat. Halt, warte, was macht Wundersaat? Es verstärkt Pflanzenattacken. Das können wir Meth geben. Ein Top-Trank. Passt auch. Bone kann ich auch mal irgendwann irgendwem geben. Eine schwarze gläserne Flöte, die wilde Pokémon vom Angriff abhalten kann. Okay. Ein Item, das einem Pokémon zum Tragen gegeben werden kann. Es hebt Spezialangriff für Perlu. Doch ein Perlu, oder? Beziehungsweise, warte mal, ich kann doch den ganzen Shit auch... Halt, stopp. Ich brauche jetzt nicht alles verkaufen. Ich kann es auch einfach in... Ne, warte, nochmal zurück. Noch ein paar Tränke. Mal kurz gucken. Ah ja, hallo, hallo. Super Trank. 19. Ja, komm, nehmen wir einfach nochmal mit. Was soll der Geiz? Einfach mal noch ein paar mitnehmen. Reinhauen. Nee, Topschutz nehme ich glaube auch nochmal ein paar mit. Jawohl. Jawohl, jawohl. Merci. Ich glaube, jetzt sollte ich halbwegs ausgerüstet sein für diese kleine Reise, die uns bevorsteht. So. Njom. So, und jetzt haue ich die ganzen Items einfach in den PC rein. Muss ich nicht immer 3 Stunden suchen, bis ich die Tränke finde. PC von Safti müsste Items sein, ne? Itemlager, ja. Item ablegen. Okay. Wir fangen von oben an. Alter. So, Drachenhaut. Brauchen wir gerade nicht. Ich habe keine Drachen. Nö. Fluchtseil. Oh, ich habe nur ein Fluchtseil? Ist noch okay. Hack Attack, vielleicht brauche ich das. Seidenschal brauche ich, glaube nicht. Muss ich aber auch nochmal nachgucken. Superstück, 2 ablegen. Kampfknochen ablegen. Feuerheiler nehmen wir mit. Aufwecker, Aufwecker brauche ich auch nicht mehr. Ich habe die Pokémon-Flöte. Die verwirrte Pokémon heilt. Nur mitnehmen. Käferattacken, nein. Nein. Super Tränke behalten wir. Ein Pokémon, das ein Pokémon tragen kann. Ein Item, das ein Pokémon tragen kann. Es stärkt eine Attacke, aber nur diese ist einsetzbar. Nö. Ein Item, das ein Pokémon zum Tragen geben werden kann. Es bewirkt Entwicklungsstopp. Nö. Das brauchen wir auch nicht. Blattstein brauchen wir auch nicht. Paraheiler nehmen wir mit. Schutz auch. AP Top brauche ich jetzt gerade auch nicht. Als ob. Giftattacken. Ich habe, glaube ich, niemanden, der aktuell Gift hat. Kann ich auch nicht. Schöne Muschelschale, die sich in der Küstenhöhle befand. Sie ist blau und weiß gestreift. Cool. Eine Herzschuppe. Cool. Flugwert. Wayne. Flieh damit aus jedem Kampf mit einem wilden Pokémon. Das brauche ich doch auch nicht, oder? Das brauche ich doch nicht. Ein Item, das einem Pokémon zum Tragen gegeben werden kann. Es füllt im Kampf stetig KP auf. Ah, bestimmt irgendwie 2 Stück oder so. Verteidigungswert von Ditto. Was ist das denn für ein Blödsinn, ey? Was es für dumme Items hier gibt. Ohne Scheiß. Du kannst weg. Ja, komm, den Rest. Da kommst du auch weg. Ich mach mal allerhöchstens. So, der Rest passt. Jetzt gucken wir mal kurz, was wir meinen Pokémon alles geben. Auf jeden Fall mal das eine Ding dem Meth geben, dieses, was war das denn? Diese Wundersaat, genau, Wundersaat, Meth. Nein, nix, okay, geben. Was ist das für ein Hammer im Bild? Stimmt, jetzt ist ja der Hammer da die ganze Zeit. Kann ich den nicht deaktivieren? Kann ich den jetzt für sowas hier deaktivieren dann? Moment, Moment. Haben wir gleich. Aktivieren.
Okay, vielleicht kann ich es auch nicht. Schade. Nee. Ach so, fuck, und jetzt habe ich ihn, glaube ich, aktiviert, oder? Kann das sein? Ups, naja. Scheiß drauf. Oder warte, wenn ich den Stream-Titel jetzt nochmal aktualisiere, dann müsste der wieder weggehen, oder? Stream-Info. Bisschen Retro. Egal, scheiß drauf. Okay. Der Meth kriegt das Item. Meth erhält Wundersaat. Sehr gut. Dann. Warte mal, kurze Zwischenfrage. Wie schaut's eigentlich aus mit den Items, die die besiegten Pokémon besitzen? Ne? Darf ich die nehmen? Die Items? Also, die haben. Weiß gar nicht, haben die überhaupt welche? Yo. Darf ich diese Items wieder nehmen? Kingstein? Ich mach einfach. Merci, Oliok. Vielen, vielen Dank. Liebe geht raus. Merci, merci. Ich glaube schon. Ja, ich nehme die einfach. Scheiß drauf. Und noch 100 Bits hinterher, Oliok. Nochmals vielen, vielen, vielen Dank. Merci. Alles mal hier im Beutel. So. Merci, dass es dich gibt. Okay. Halt, stopp. Ich muss auch Hardware mit ablegen. Du. So, Ray, jetzt warte mal. Wenn ich jetzt auf Pokémon bewegen. Also, du meinst jetzt, ich kann. Wen hatte ich denn da drin noch? Bobby, ne? Bobby, genau. Du meinst jetzt, ich kann auf Bewegen gehen? Und dann hier rein und Hardworm ersetzen. Tausch. Das ist ja Wahnsinn. Das geht ja richtig schnell. Oh yeah. Nein. Sing bitte nicht. Okay, ist abgemacht. So. Feuerattacken. Jawohl, das geben wir natürlich Oliruk. Ich will nur ersetzen. Ja, Oliruk möchte kein Tafelwasser mehr tragen. So, ein Item, das einem Pokémon zum Tragen geben werden kann. Es kann manchmal einen K.O. verhindern. Ich glaube, das kann ich dann Cheesy geben. Oder, nee, Cheesy gebe ich das hier. Aber ich glaube, für die anderen habe ich jetzt nichts Cooles mehr. Dann geben wir das hier einfach. Texby, a.k.a. Voltenso. Seegesang geben wir dann einfach Ray, damit er immer schön wieder ein paar Lebenspunkte zurückkriegt und ja nicht stirbt. Ja gut, das war's dann, ne? Flugattacken, ich glaube Bobby hat keine. Bobby kriegt er von Seidenschal, falls er irgendeine random normale Attacke hat. Hier Bobby, vielen Dank. So, healen und los geht die wilde Reise. Herausforderung von Nurse Mike. Ein Azumarill. Da wechseln wir auch direkt mal. Auf. Voltenso. Mm-mm-mm-mm.
So. Oh, da schon so Babbela. Ich hab immer noch Hunger. Also. Ich glaube, ich pfeife mir noch einen griechischen Joghurt nach dem Stream rein. So um 2. Damn. So, die Jungs haben natürlich jetzt wieder ein bisschen Schaden bekommen und heilen gehen. Ne, so nicht. Mir ist es einfach 3 Stunden dauert, bis ich da endlich mal auf einer anderen auf einer anderen Insel bin, weil ich immer wieder zurück muss zum Heilen. Das Wasser ist tiefblau. Hubelupf! Komm noch her mit deinem Hubelupf! Aha. Das scheint mir ein Pflanzen-Pokémon zu sein. Also Eissturm! Ich bin ja auch nicht im Team. Nicht mehr. Du bist nicht mehr am Leben. Sonst wärst du wahrscheinlich noch im Team. Ah, oh, fuck, was war mit dem Sonnenfell? Das war irgendwie Boden und Gestein oder so irgendwas. Glaube ich. Oder auch nicht, schade. Ist das Boden und Feuer? Drei Punkte hat es aufgefüllt. Der Wahnsinn. Okay, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das Boden und Feuer ist. Auf jeden Fall ist es Feuer. Dann setze ich Shizzy ein. Ray kann nicht ausgetauscht werden. Schade, dann stirbt Ray jetzt wohl. Nein, Ray stirbt hier nicht. Easy. Ray macht ihn platt. Easy peasy. Vielleicht doch. Nein, Ray stirbt nicht. Da Ray heilt sich selber jede Runde. 3 Pünktchen. Oh, jetzt ist Ray. Und heilen. So nicht. So nicht, Freunde der geschmeidigen Unterhaltung. Nee. Nein, nix nochmal Beutel. Komm, mach ihn jetzt platt einfach. Mach ihn platt! Ach Gott. Ah, natürlich haut er dann daneben, ey. Fuck. Wenn das Ding halt einmal crittet, dann ist Ray tot. Aber ich kann halt auch nicht mehr auswechseln. Gar nicht mal so geil. Mano! Ist nicht mehr loszulassen. Du musst lernen, dich mit dem Pokémon zu identifizieren, Ray. Es wird nicht besser. Erkenne deine wahre Stärke. Vertrau diesem Schnäppke. Easy. Nein! Oh, Mann. Ja, genau. Komm mit deinem Feuerwürfel an. Das macht nicht so viel, easy. Hey, wurde in meinem Strudel gefunden. So, jetzt die Frage nochmal. Fuck, er könnte mich jetzt halt rein theoretisch killen, ne? Oh, komm, ich setze einfach drauf an, dass er trifft. Bitte trifft. Jawohl. Jojojo. Oder ich setze es drauf. Ich lasse es drauf ankommen, suchen. Uiuiui. Nice. Uiuiuiuiui.
Ray wird immer stärker. Ray carried die ganze... Oh, Eisstrahl. Das klingt nach einer starken Attacke. Was ist das? 95! Ja, moin! Oh, snap. Alter, Ray, du wirst einfach der krasseste Dude ever hier. Crazy shit. Besser Typ. Nice, ey. Eisstrahl. Und wieder heilen gehen. Njom. Schnäppke ist doch nicht hässlich. Sieht halt ein bisschen... Also hässlich ist das falsche Wort. Nee. Das ist doch nicht hässlich. Sieht lustig aus. Aber hässlich? Nee. Sowas, das hier ist hässlich. Zum Beispiel, aber... Schnäppke ist doch nicht hässlich. Sieht einfach lustig aus. Wieso hat Kevin einen kleinen Dino vor seinem Namen? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich bei der irgendeiner Con dabei war, oder? Dino Gang. So, wenn jetzt ein Freischwimmen. Warte mal, ich guck mal erst das Pokémon hier zu fangen. Glitchcorn, ah. Dann kommt sie direkt. Dino Gang! Ah, oh, hab ich schon. Also überspringen. Flucht. Okay. Was wird es dann sein? Kein zweites Meth. Wieso gibt es keine Saftgang? Ja, ihr macht alle zu wenig Werbung auf den, in den sozialen Medien und deswegen habe ich einfach noch zu wenig Zuschauer. That's. Mehr kann ich da nicht dazu sagen. So, das werde ich jetzt versuchen zu fangen und ich hoffe, Stärke bringt es nicht um. Das war immer perfekt. Das war immer perfekt. Perfekt, ey. Ein Hopspross. Jawohl. Ich hab keinen Hyperball, oder? Da reicht doch auch so ein Superball, so ein Gammliger. Easy. Da gibt es die Schuld. Ja, natürlich. Wenn ihr die Gang groß machen wollt, dann müsst ihr die Gang vergrößern. Ein Hopspross, jawohl. Da ist es. Da ist es. Welche Route war das jetzt? Route 19? Kann das sein? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ja, ist das denn auf Englisch das Ding? Hopip. Hopip. Wer wird denn das? Das wird. Wir brauchen eine Brezel, ne? Das wird die Brezel dann. Brezel. Und dann Kaffee 2.0. Ja, irgendwie so ein Lavados oder so. So, nochmal kurz gucken, welche war das wirklich? Route 19? Lag ich da richtig? Ja, oder es ist Route 19. Sehr gut. Dann passt das. Britzel gefangen, eingetragen. Und nice. Aber das ist kacke im Vergleich zu Glurak. What? Das sagst du doch jetzt nur aus Neid, oder? Oh, Evoli wäre auch cool gewesen. Evoli wäre richtig cool gewesen. Schade. Ich mag das Viech irgendwie. Glurak ist strong as fuck, okay. Aber Lavados auch, oder? Ist doch ein Legendary. Muss doch strong. Oh, jetzt ist hier Route 20. Hier darf ich wieder was fangen. Aha. What's gonna be?
What's it gonna be? Okay, erstmal die Dame. Die Seeschauminseln sind ein stiller Zufluchtsort. Cool. Cool, cool, cool. Artisan Cristiano Smog Mog. Da bringt Rain nicht zu viel. Da bringt wahrscheinlich gar niemand so richtig viel. Doch, ah. Doch, 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 doch. Cheesy. Cheesy bringt richtig viel. Schlammbad, bitte nicht vergiften. Nein! Ah, Mann. Kacke. Da war das in Form. Hat er jetzt gerade einfach nur daneben gehauen oder stand da gerade die Attacke bringt nichts gegen den, weil der schwebt? Ich habe nicht drauf geachtet, denn. Nochmal. Ah, Wert ab. Fuck. Ach, Dulli, ey. Scheiße. Hä, dann ist es ja voll das freche Gift-Pokémon eigentlich. Das ist ja mal richtig frech. Wenn man das nicht mal mit einer Bodenattacke dann quatschen kann, weil das ist doch die eigentliche Schwäche, oder? Meph bringt nichts, Meph kriegt auch mehr Schaden. Dann muss... Welches Level hat das denn? 30. Oh, scheiße. Ja, dann machen wir Glurak rein und der soll das einfach wegschnitzeln. Schnitzel's weg, Glurak. Oder werd auch vergiftet und alle meine Pokémon sterben einfach gegen den gammeligen Smogmog. Nein. Ist doch so dumm. Ey. Alter, vor allem wie viel Damage auch. Okay, einfach Flammenwurf. Gib ihm. Komm, holz ihn weg. Kill ihn. Yes, stark Oliruk. Eine Maschine, der Kerl, ey. Wer ist Regirock? Ich weiß nicht, wer das ist, aber ja, ich bringe was anderes, das nur nicht vergiftet ist. Ich bringe mal Bobby in. Wenn Bobby da so sieht, sieht er irgendwie aus wie so ein kleines Insektenviech. Oh, das sieht mir nach Rock. Hätte ich mir eigentlich auch denken können, dass es ein Gesteins-Pokémon ist. Ich Dulli, ey. Och, Mann. Ich stelle mich aber auch an. Oh, das heißt, meine Attacken bringen auf jeden Fall... Ah, doch, Boden ist, glaube ich, gut. Ne? Warte mal, welche Bodenattacke von dem macht Damage? Mann, ich an. Sandwirbel nicht, Sandgrab. Ist aber auch nicht so geil. Beides nicht so cool, aber machen wir einfach. Ich hab den Morgenabend gegen 20.15 Uhr vor. Streamen. Streamen. Warum, was läuft da? Ach, das ist ein legendäres. Okay. Auch an das Viech. Oh. Das Finale der Bachelorette. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wow. Und heilen. Super Trank. Ich bin halt echt, wie gesagt, immer noch am Überlegen, ob ich nicht einfach Dings hier hole. Cyberpunk. Und dann vielleicht schon um 0 Uhr einfach ein bisschen spiele. Ich würde so einen Stream anmachen. Guckt wahrscheinlich keiner zu, weil alle nicht gespoilert werden wollen. Aber
Würden halt trotzdem einfach large laufen lassen. Ich hätte halt echt... Jetzt hätte ich mittlerweile Bock drauf. Aber ich sehe es kommen, dann beende ich Phoenix nicht. Hm. Das wären dann halt echt drei Singleplayer. Projekte gleichzeitig, das wäre ziemlich viel. Da bleibt irgendwas auf der Strecke. Kann der den jetzt mal treffen? Wieso trifft der den denn nicht mehr? Mann! Was ist das denn? Fuck. Oh Gott. Stirbt der jetzt bitte? Der Schlaf bleibt auf der Strecke. Bei mir oder bei dir jetzt? Oder bei uns beiden dann? Ja, alternativ schlafe ich halt einfach gar nicht mehr. Naja, das macht keinen Sinn, gar nicht mehr zu schlafen. Warum hat er jetzt schon wieder ein Smogmog-Kackviech? Dann bringen wir nochmal Olliruk und er soll den wegschnitzeln. Beide, denke ich mal. Hast du schon angefangen mit Okami? Ja, ich weiß halt echt nicht durch die ganzen Bugs, also anscheinend, die es halt anscheinend haben soll, habe ich halt keine Ahnung. Cyberpunk, ich weiß es nicht. Andererseits, wie gesagt, wenn man halt wartet, wird es halt A, nicht billiger. Das Einzige, was es ist, dass es halt vielleicht bugfreier ist, aber man kann es halt auch einfach nochmal durchspielen, wie gesagt. Das geht halt auch. So, ich guck mal, ob ich... Nee, ich gebe den beiden Anti-Gegengifts, bringt nichts, das ist Blödsinn. Ja, versuchen durchzuschleppen. Kein Risiko hier eingehen. Und direkt zurückschwimmen. Nachdem du mir gestern so Stress gemacht hast, ziehe ich jetzt Let's Plays auf anderthalbfache Geschwindigkeit rein. Ist zum Glück nur 70 Folgen aller 25 Minuten schauen. Boah, krass. 7 Stunden in 3 Tagen. Boah, Safti, wolltest noch was zur Aufreitung sagen? Nee. Nee, wollte ich nicht. Mm-mm. Ist gelogen. Fuck! Ich hab... Oh, cooles Pokémon! Cool! Ein Elefant! Was ist das für ein Viech? Das wird auf jeden Fall der neue Harry. Ampi. Was kann das? Das wird zu Donphan irgendwann und ist ein Boden-Pokémon. Schade, doch nicht so cool. Sah irgendwie cooler aus. Als so ein gammeliges, normales Boden-Pokémon. Naja. Boden-Pokémon. Das heißt, es nimmt von mir oder von Ray viel Schaden. Aber mit Stärke nicht. Ich könnte es wieder mit Stärke angreifen. Er ist der süßeste. Ah, wie mache ich den denn jetzt? Wie greife ich den denn an? Auf was könnte ich denn wechseln, dass das Boden-Pokémon nicht so viel Damage bekommt? Auf gar nichts. Ich habe, glaube ich, nichts dabei, was dem irgendwie... Ach so! Du meinst... Du meinst, dass den Clip hier Shizzy schicken, genau. Shizzy, kannst du dir den Clip gönnen? Gestern entstanden. Pool, pool, pool. Merci, Hardworm, merci. Schnüffler setzte ein. Er killt ihn doch jetzt bestimmt, oder? Ja, schade. Natürlich auch noch Volltreffer. Oh Mann. Rote 20, Funpi nicht gefangen. Schade. Damn. Guter Ray. Nein, schlechter Ray. Oh nein! Oh, der wollte doch 100 pro kämpfen, der Dude. Ich will hier nicht mehr kämpfen als nötig hier im Wasser. Das ist echt nicht so geil. Schon wieder ein Evoli. Du bist entkommen. Ja geil, das ist ein Premium-Content, wofür ich abonniert habe. Ich habe euch alle für morgen Abend eingeladen. Wohin? Wohin eingeladen? Wohin geht's?
zum Public Viewing bei Hardworm zu Hause. Bachelorette Public Viewing. Ich komme nur, wenn es Stollen gibt, ohne Zibeben und ohne Marzipan. Dann komme ich vorbei. Ohne Zibeben. Rosinen. Rosinen nennen wir zu Hause bei mir Zibeben. So, rein geht's in die Höhle. Seeschauminseln. Oh Gott, ey. Diese Höhlen, ne, wo man jetzt wahrscheinlich die ganzen Steine da verschieben muss und so. Ich hasse es. Ich krieg da voll die Meise bei. Seegesang. Cool, cool, cool. Oh, das kann ich auch wieder fangen. Nö, warum nur so Kackviecher? Warum? Warum? Warum keine guten mehr? Wo bleiben die Legendären? Wo bleiben die Mewtwo's und Mews dieser Welt? Und so weiter und so fort. Wieso? Ah, nein, ey. Mist, Mist, Mist. Aber das sollte jetzt ein Stärke überleben, oder? Komm, es überlebt es. Nein, warum? Warum? Oh. Ey, ernsthaft mal. Das ist doch kein so ein starker Angriff, dass der den instant killt. Der kann sonst nichts, der Ray. Aber da haut er dann irgendwie die Gegner da kaputt, oder was? Ah, damn. Cool. Nächste Pokémon. Ey, schon zwei Pokémon jetzt durch die Lappen gegangen dadurch. Wenn du 10 Level drüber bist, und einfach mal das Chicken Nugget. Ja, aber trotzdem, der hat doch überhaupt keine... Ah, Mann. Egal. Slimog. Scheißviech. Kann ich flüchten? Flüchte, Ray. Jawohl. Ja, bitte. Uff. Trotzdem. Das ist doch lächerlich. Ohne Scheiß, wenn ich trainieren gehe mit den Viechern, Flucht unmöglich ist jetzt auch noch. Ist klar. Und was wetten wir jetzt? Dem haue ich jetzt nochmal eine Stärke rein und da passiert nichts. Vielleicht Hälfte vom Leben oder so. Wieso? Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Das erklär mir mal einer. Wieso killt der den jetzt nicht? Das war vorhin kein random Volltreffer oder sonstigen. Das war ein ganz normaler Angriff. Ich schnall's nicht. Oh Mann, ey. Das andere war Level 20. Nee, das war doch auch 24, oder? War doch auch genau 10 Level drüber. Glaube ich. So ein Scheißendreck. Und hier kommen ziemlich viele. Oh nein. 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 Wieso? Wieso kommt sowas in dieser... Wieso kommt sowas in dieser Höhle? Wieso? Oh, scheiße, ey. Ich gehe auf Eisstrahlen und hoffe, dass ich es einfach kill. Na, aber es ist eingefroren. Oh Gott. Oh Gott, ey. Zum Glück. Oh. Nein! 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 Wieso? 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 Alter, was für Plepp?
Ich konnte ja überhaupt nichts machen. Das war richtig gut eigentlich, was ich gemacht habe. Aber das... Hey, ernsthaft. Wieso? No fucking way. Alter Falter. Okay. Und das Schlechte aus den Folgen mit ins Gesicht. Oh no. Fuck. Oh, das ist jetzt echt richtig bitter. Nicht nur, dass Ray stirbt, sondern es zerstört immer noch zwei Routen. Oh, kacke. Okay, warte mal. Wir nehmen auf jeden Fall mal Meth nach vorne, weil ich glaube, Meth kann vergiften, falls so ein Viech nochmal kommt. Und ich glaube, ich setze einfach Schutz ein. Ich habe keinen Bock auf nochmal Beef. Ja, machen wir mal Schutz. So. Pokepuppen sind die Lösung gegen wohin genau und Issos. Was machen Pokepuppen? Schutz wirkt jetzt schon nicht mehr? What? Was ist das denn für ein scheiß Schutz? Fließt garantiert. Ah, okay. Ja, yeah, schon klar, dass der 100 Schritte gilt, aber ich hab nicht gedacht, dass es schon 100 Schritte seien. Ach Mann, ey. Ich hoffe, wir finden noch einen Schnäppchen. Ja, das darf ich dann aber nicht fangen. Das darf ich nicht mehr fangen. Müssen neue Pokémon sein. Ah, immerhin kann Ray als totes Pokémon trotzdem noch Stärke einsetzen. Vielen Dank dafür. Na toll, jetzt muss ich auch jemand anders Stärke geben. Nur Harry bisher. Ne, Brezel habe ich. Brezel habe ich eben schon benannt. Brezel ist doch das Ding hier geworden. Dieses, was war das denn? Dieses Hop-Hip-Hop-Hopsi-Hop-Hop-Hop-Hop irgendwas. Irgend so ein pinkes Fliegeviech. Ein Tropenbrief. Jawollo. Oh Mann, ey. Von einem gammligen, ohne Scheiß, von einem gammligen wilden Pokémon, ey. Das ist so bitter. Es ist so bitter. Dann geht's wieder hoch. Oh, ich hasse solche, diese Höhlen so sehr. Ich schnall doch hier nie, was hier abgeht. Wow, was ist das denn? Das ist das Superentwicklung, oder? Okay, da geht's noch tiefer runter. Alter, wie tief geht's denn hier runter? Vorsicht, gefährliche Strömung. Ja, wo muss ich hier hin? Oh, sowas, oder mal dieser Samen, ey, das wäre auch so cool. Ah, der Bisa Knosp. So, ich soll aufpassen mit der Strömung, ist gut, aber
Muss ich dann trotzdem rein ins Wasser? Ah, okay. Sprung ist hier zu stark. Aber hier vorne kann ich sie einsetzen. Aber da kann ich dann nirgendwo hin, glaube ich. Also hier bin ich auf jeden Fall noch nicht richtig. Das heißt, ich muss irgendwie wieder zurück, wahrscheinlich. Und nochmal, ich setze mal den Schutz ein, ey. Pass drauf, einfach, damit es vielleicht irgendwie vorangeht. So, dann hier wieder hoch. Hier bin ich runtergekommen. Hier kann ich auch nichts einsetzen. Hier... Okay, da kann ich jeweils ein Steinchen runterhauen. War das jetzt gerade dumm? Nee, war es nicht, oder? Warte, ich muss... den hier noch weg und dann kann ich den da rein. Schutz wirkt schon nicht mehr stark. Schutz noch mal aktivieren. So, jetzt sind die zwei da drin. Keine Ahnung, was das bringt. Hier kann ich auch nicht surfen. Nochmal hochgehen. Hier kann ich hoch. Hier kann ich hoch. Ich weiß gerade nicht, von wo ich kam. Alter, diese 100 Schritte, das ist ja echt gar nichts, ey. Von hier kam ich. War das das Anfangsding? Hier gespawnt? Nee. Hier ist auch nochmal hoch. Hier war das Anfangsding. Okay, und hier habe ich alles runtergehauen. Dann gehen wir hier nochmal runter. Okay, hier sieht es danach aus, als müsste ich da weiter prügeln. Sehr gut. Kann ich eigentlich selbst da reinplumpsen? Ah, jo. Uff. Und Schutz wirkt schon wieder nicht mehr. Diese Höhle ist einfach nur verwirrend. Okay, wieso bin ich jetzt schon wieder hier? Halt, stopp. Ah, jetzt ist hier die Strömung nicht mehr. Okay, okay, okay. Okay. Ah, da kommt wieder ein Pokémon zum Fangen. Jawohl, was wird das sein? Was wird das sein? Was wird das sein? Oh nein! Oh, und das ist ja Level 50! Scheiße, das habe ich ja überhaupt nicht bedacht. No! Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Soll ich einfach meinen Meisterball werfen? Scheißen, scheißen, Dreck, ey. Das sind Boden- und Flug-Pokémon. Ja, für das Pokémon bringt es wahrscheinlich nichts, ne, den Meisterball. Ich habe halt auch keine Ahnung, ist das gut? Wahrscheinlich nicht, ne? Also Boden und Flug zugleich.
Eigentlich müsste dann doch Mev auch klar gehen, oder? Ah nee, halt Flug macht, macht der Damage an ihm. Ja, Shizzy müsste dann fast das Beste sein, ja. Okay. Warte mal, was macht mehr Damage? Lehmbrühe oder Surfer? Surfer 95, Lehmbrühe auch 95. Oh, dann ist der Surfer besser. Surfer! Natürlich haut das auch noch Volltreffer raus, ey, Kackviech. Okay. Doch keine Chance, es zu fangen. Shizzy rastet einfach komplett aus und killt das Ding. Schade. Schade. Aber lieber so, als dass irgendwer stirbt. Es ist noch okay. Jetzt wird nicht mehr. Aber weitergebracht bei dem Ding hat es mich jetzt halt auch nicht. Ah, fuck, sein Level 50 Pokémon wäre schon ganz geil gewesen. Allein vom Level her halt. Wie komme ich jetzt hier weiter? Hier ging es doch nirgendwo mehr hin, oder? Und hier? Hier war auch nichts. Ich muss nochmal zurück, alles. Flugboden bringt dir aber nichts. Shizzy ist schon Boden. Ja, yeah, hätte nichts gebracht. Wie gesagt, wäre halt, das Level wäre ganz cool gewesen, aber das Pokémon an sich hätte nichts gebracht, das stimmt. Aber es sterben ja auch noch Dudes von mir. Wenn Shizzy irgendwann stirbt, dann, keine Ahnung, hätte es vielleicht doch was gebracht. Also, nur weil es jetzt aktuell nichts bringt, heißt es ja nicht, dass es generell nichts bringt. Nee, hier nicht mehr. Nochmal hoch. Ich guck mir nochmal den Pull an. Pull. So, hier geht's jetzt nochmal hoch und hier geht's nochmal hoch. Mal gucken, was hier geht. Hier gibt es ein gammeliges Item. Sägesang. Okay. Okay, cool. Ich fürchte fast, dass ich mich durch irgendein Loch fallen lassen muss. Kann das sein? So, dann hier nochmal hoch. Schutz geht mir auf den Sack, weil es nur... Wie viele Topschutz habe ich mitgenommen? 10, ich nehme einen Topschutz. Ein bisschen länger. So. Hier kann ich hoch oder da hinten wieder runter. Oh, es ist so verwirrend hier einfach. Hier ist so ein Löchlein. Nicht rollen, Leute. Ah, okay, das war gut anscheinend. Wo geht's hier hin? Ach, hier komme ich dahin. Okay, okay, okay. Warte, dann hüpfe ich mal hier ins Löchlein. Was genau tust du da eigentlich, Safti? Ja, ich versuche das Rätsel hier zu lösen. Das Ding hier zu lösen, einfach wie ich hier wieder rauskomme. Aber ich habe keine Ahnung. Aber es sieht aktuell gut aus, glaube ich. Ja, stark. Ich bin draußen. Das war doch super easy. So, und das müsste jetzt dann wahrscheinlich auch eine neue Route sein, oder? Sag mal. Nee, das ist immer noch Route 20. Schade. Okay, dann halt hier kein neues Pokémon. Dann einfach nur rüber zur neuen Insel. Go, go, go. Surfe, wie du noch nie gesurft bist. Gegner ausweichen. Bäh.
wollte nicht auf deine Insel. Was machen die da eigentlich einsam und allein auf irgendwelchen so Mini-Inseln? Das muss man sich mal im echten Leben vorstellen. Als ob da irgendwelche Dudes irgendwo rumhängen im Wasser auf so einer Mini-Insel und ganz allein stehen. Lalala. Ich warte mal, vielleicht kommt hier einer vorbei und möchte gegen mich kämpfen. Das ist ja cool. Das wäre ein richtig geiler Ersatz gewesen für einen Harry. Das ist Harry 2.0. Den möchte ich gerne fangen. Ohne Scheiß. Perfekt. Die Schnecke durch den Oktopus mit solchen Augen ersetzen. Mega gut. Damn. Voltilam. Da bringen wir doch Shida. Das Ding ist Murks. Kann ja sein, aber es sieht cool aus. Nein, ich wollte. Ich wollte doch keine Wasserattacke machen. Von dem Bodenattacke machen, Manu. Aber Shizi lässt sich hier nichts gefallen und quatscht auch diesen Gegner tot. Nice, ey. Schutz wirkt nicht mehr. Cool, neue Insel erreicht. Also Ray entsorgen und dann. Beziehungsweise, warte mal. Darf ich Ray als, also Ray 1.0, darf ich den jetzt als VM-Pokémon noch nutzen? Aber das ist halt echt immer dumm mit diesen VMs. Beziehungsweise, wie viel brauche ich denn noch? VM-Slaves sind okay. Ja, dann nehme ich den quasi einfach als VM-Slave, wenn ich ihn brauche. Entsorgen. Aber er kommt trotzdem Box 2. Und wer kommt dann dafür mit? Raver Eis. Was ist ein Perlu für eine Wurst? Was kann Perlu? Perlu ist einfach nur Wasser. Darf halt nicht im Kampf eingesetzt werden. Das heißt, du hast nur 5. Ja, ja. Also ich meine auch wirklich nur für irgendwelche Sachen, wo halt. Zum Beispiel für die Höhle zur Top 4 hin oder so. Oder halt um von Stadt A nach Stadt B zu fliegen oder so. Nein, den nehme ich nicht mit. Der ist kacke. Ich überlege, ob ich einen Geist-Pokémon mitnehme oder Dengo halt einfach. Dengo ist auch normales Pokémon. Oder nee, halt, das ist ja Boden. Das ist ja nicht normal, das ist ja Boden. Der hier ist normal, Ronny. Was kannst du so? Pflanze und Flug, nö. Du bist, glaube ich, auch Pflanze, oder? Pflanze und Psycho. Am liebsten hätte ich eigentlich ein Macholo. Was? Ich glaube, Wasser und Flug. Oder ich nehme Pummeluff mit und dann schläfe ich damit alle ein. Das kann ich natürlich auch machen. Pummeluff carried dann einfach, weil es alle Gegner zum Pennen bringt. Wie wäre das? Das kann Loturzel, Wasser und Pflanze. Ja, entweder Marie oder das Geistviech. Oder Owei oder Macholo. Aber Macholo ist halt doof, weil er sich nicht entwickeln kann. Das ist halt echt dumm. Beziehungsweise kann sich, glaube ich, nur einmal entwickeln oder so, ja, ne? Hardworm oder Macholo oder Owei. Ich nehme Owei mit, scheiß drauf. Maschok geht, Machomai nicht, ja. Ist halt echt doof. Nimm Kevin mit, alles gut. Niu, 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 niu. So, jetzt weiß ich nicht, ob ich hier direkt fighten soll. Pokémon Labor. Hier können wir ein Pokémon ausbrüten, ne? Hier, hallo. Meh. Hello, friends. Nein, ich habe keinen Taubsi.
2 sogar. Oh yeah. Hey! Aber anscheinend kann das hier niemand. Was? Was willst du tauschen? Gegen was, Zubat? Elektek gegen gammeliges Zubat? Ich rast aus, ey. Als ob ich ein popliges Zubat will. Stop it. Metronom. Was ist Metronom? Ist das in Ordnung? Nö, dann nicht. Nö. Metronom setzt eine Random-Attacke ein, okay. Ne, ich habe auch keinen Fukano leider. Hallo. Ich leite hier die Forschung. Wer erforscht Fossilien? Hast du ein Fossil für mich? Ja, nice, ich habe 2 für dich. Und Snobilikat. Oh nein. Nein, Alter, wieso? Wieso? No. Alter. Das ist ja so ein Troll, ey. Scheiße. Snobilikat, ich raste aus. Ach so, deshalb können Pipi und Togepi gefährlich werden. Ah, I understand. I understand. 10 voll. Einfach so. So, jetzt ist die Frage direkt zur Arena oder erst noch trainieren, weil ich habe jetzt halt quasi seit der letzten Arena im Endeffekt gar nicht mehr trainiert. Was geht hier so? Das Rathaus? Das Pokémon-Haus? Wie? Ach! Cool! Das muss ich fangen, das muss ich fangen, das muss ich fangen! Uiuiuiui, wie kriege ich das? Das ist Flug und Elektrizität. Scheiße, wieso habe ich keinen... Ach nee, Pummelhof hätte jetzt auch nichts gebracht, das wäre gestorben. Okay, wie kriege ich das? Wahrscheinlich mit Cheesy, nehme ich an, oder? Das müsste eigentlich klar gehen. Cheesy, die Elektroattacken zumindest, die machen dem nichts aus. Aber halt, stopp, Cheesy haut den wahrscheinlich um, weil er zu stark ist, ne? Ja, stimmt, ich hab irgendwie gerade nur überlegt. Ich wechsle mal wieder an die PlayStation. Mach das. Wie dann Elektro mit Elektroattacken bekämpfen und so halt erstmal runterschwächen? Wahrscheinlich, ne? Weil da sollte auch nicht viel Damage kriegen von dem. Ich glaube, das kann eh nicht viel. Schade. Ein Donnerschock. So, einmal noch und dann fange ich's, glaub. Ja, jetzt probiere ich's. Überall random Pokémon im Pokéhaus hier. Oh, schade. Das wird ja wahrscheinlich echt richtig schwer zu fangen. Damn. Ich hab glaube auch nichts mehr, was... Habe ich noch irgendwelche Statusänderungen, die... Also Schlaf und oder Paralyse? Ich glaube nicht, der hat... Nee, ich habe ja dem letzten, glaube ich, schon mal durchgeguckt. Ich glaube, ich habe jetzt nur noch Damage-Attacken. Bin ich voll dumm, wieso... Ich habe meine Pokémon voll schlecht geskillt irgendwie. Was kann Kevin?
Hey. Kevin kann... Leider nein. Stachelspore. Ah, Stachelspore. Ne? Das ist ganz gut. Aber kriegt Kevin nicht aufs Maul? Nee, Pflanze ist auch gut gegen Elektro, aber gegen Flug. Wenn der halt irgendwas mit Flug einsetzt, kann halt sein, dass Kevin einfach mal hinüber ist. Hm. Ja, deswegen. Aber es ist halt die Chance auf den Zapdos. Ich glaube, ich gehe das Risiko ein. Ich probiere es. Stachelspore. Muss ja nur einen... Okay, zwei Angriffe muss er aushalten. Nein, natürlich. Ah, okay. Okay, komm. Das trifft jetzt einfach. Okay, das geht klar. Das macht nicht so viel Damage. Nein! Da bleibt er rum und es geht daneben. Alter. Dieses Plepp-Pokémon. Kevin, streng dich doch mal ein bisschen an. Das kann doch nicht sein, ey. So schwer kann das doch nicht sein, das Ding da zu treffen. Summer Ray. Summer. Okay, es paralysiert mich nicht. Das ist okay. Solange ich jetzt den... Okay, das ist auch okay. Wobei, nee. Ah, nee. Initiative nur erhöht. Yes. Stark, Kevin. Sehr stark. Sehr, sehr stark. Okay. Dann bringen wir wieder irgendjemand anders rein. Ich hätte halt allerhöchstens noch probieren können, nochmal einen Ruckzuck-Keep zu machen. Aber weiß halt nicht. Ja, Marie wäre halt hier instant tot gewesen. Das hätte halt gar nichts gebracht mit Level 5. Die hätte ich wirklich erstmal leveln müssen. Come on, fang das Ding jetzt. Ja. Ja, nein. Schade. Schade, schade. Und wenn ich hier alle Bälle rausballern muss, ey, ich will dieses Kackviech. Go, go, go. Nein. Schade. Und Hyperball. 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 Ja. Nein! Ah, nochmal einen Ruckzuck-Keep geben, aber dann stirbt es halt bestimmt. Ja. Ja. Nein! Was habe ich denn sonst noch für so für Ruckebälle? Ein Netzball, Wasser und Käfer, einen Ball, der ist kacke. Safari-Ball bringt auch nicht, ein Luxusball, ein behaglicher Ball, der Pokémon veranlasst, nach dem Fang freundlicher zu werden. Bringt auch nicht. Ehrenball, keine Ahnung, was der bringen soll. Hm. Oh. Nein! Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht, ey. Soll ich nochmal probieren anzugreifen? Naja, so viel Geld habe ich jetzt nicht mehr gerade. So viel Geld nicht, aber ich habe halt noch eine Menge Trainer, die ich bekämpfen könnte. Dann hätte ich wieder Geld. Also daran soll es, glaube ich, nicht scheitern. Oh Mann! Dann hau alle Bälle raus und zum Schluss den Masterball. Ja, das ist auch der Plan. Oh, ich weiß nicht, ob ich nicht wirklich noch einen Ruckzuck-Keep probieren soll. Da Randomizer gibt es am Ende auch kein Mewtwo.
Ja, genau, so viele. Also, beziehungsweise ich habe schon noch ein paar Routen offen, die ich glaube ausgelassen habe. Aber ja, so ultra viel gibt es nicht mehr. Deswegen kann ich halt auch ganz gut jetzt schon den Masterball raushauen. Vor allem. Yes! Nein, das brauche ich gar nicht. Jedes weitere Gespräch darüber erübrigt sich. Neues, neues, neues. Ein Zapdos gefangen. Geilo, ey. Da ist er. Harry 2.0, ey. Was ein Typ. Geilo. Geilo, 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 Milo. Raus mit Voltenso. Ja, Exvii muss sich verabschieden. Eines der legendären Vogel-Pokémon. Beim Fliegen macht es knackende und schnappende Geräusche. 50 Kilo wiegt das Ding. Yes, das Maria. Das muss man gleich gefangen werden. Das ist Ray. Ja, gut. Und der Harry schaut nicht mal zu. Eigentlich hat er es gar nicht verdient. Frechheit. Oh, ich hab da, glaube ich, irgendwo eins zu viel. Einmal zu viel gedrückt, eben. HE 2.0. Okay, ich sagte, ey. Da musst du den Harry direkt hier diffamieren. Nidorino. Was für ein Ding? So. Ah, ist er. Geilo. Oh, den muss ich auch erstmal wieder trainieren, ey. Das hat auch noch ziemlich low. Eieiei. Okay, jetzt habe ich halt zwei schwache Pokémon dabei. Das heißt, ich müsste eigentlich erstmal trainieren. Aber was ich jetzt erstmal mache, ist mal die Folge beenden. Ja. Viel passiert. Eine Höhle durchquert. Ein Pokémon hat uns verlassen. Leider der arme Ray. Dafür haben wir Kevin 2.0 und Harry 2.0 neu dazu gewonnen. Easy peasy. Einer ist gegangen, zwei sind gekommen. So läuft das hier bei Nuzlocke. Ja, die Folge für YouTube. Menschenskinder. Tschüss YouTube, vielen Dank fürs Reinschauen. Unten in den Kommentaren ist wie immer der Link zum Livestream, falls ihr live dabei sein wollt. Und ansonsten reingehauen.